diesem Produktfilm stelle ich Ihnen von STC Optics, was ich hier schon auf dem Tisch liegen habe, ein Filterset für Drohnenkameras vor. Ich mache die Verpackung mal auf hier. Das ist also die Halterung. Und zwar ist das ein Optics Drohnenfilterset für die DJI-1 Phantom 3 Advance Professional und Phantom 4. Und das beinhaltet hier einen UV-Filter, einen ND-Filter und einen CPL-Filter. Es sind also hier diese kleinen, hochwertig verarbeiteten optischen Filter, die wir hier haben, diese ND-Filter, die also ein kreatives Arbeiten ermöglichen, zum einen, um längere bzw. größere Blenden einstellen zu können an den Kameras, um dann auch ganz andere Bildeindrücke einzufangen, wie halt auch diese ganz normale UV-Filterlinse, die wir hier haben, die das hochwertige Objektiv der Drohne dann auch schützt. Die sind sehr hochwertig verarbeitet. Hier auf der Produktseite, auf der Sie gerade sind, finden Sie also auch einen Herstellerfilm, neunfach vergütet. Also wirklich alles, was das Herz begehrt, können die hier also ganz normal speziell für diese von mir eben genannten Drohnen eingesetzt werden. Der UV-Filter ist klar, der schützt das Objektiv vorne. Dann haben wir also einmal den ND-Filter, der sorgt dafür, dass wir längere Verschlusszeiten hinbekommen und dadurch eine tiefere bzw. höhere Bewegungsunschärfe. Und der CPL-Filter mindert also das blendende Licht und erhöht die Farbsättigung. Ist also hier alles in dieser Box verpackt. Ganz toll. Richtig auch geschützt, wie man sehen kann. Im Lieferumfang enthalten ist sogar noch so ein kleines Reinigungstuch, wie bei allen STC-Optics-Filtern, die wir bei uns im Shop anbieten. Und da wir gerade davon reden, wenn Sie jetzt hier unter dem Video einfach mal auf den Link klicken, der führt Sie dann direkt auf die Seite von STC bei uns im Shop. Da gibt es also auch für die normalen Kameras diese ganz hochwertigen Filter, die verarbeitet sind. Wie gesagt, einfach draufklicken. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.